No, it's a little bit of a piece. Oh, Dani. Bis später. Du, Alex, ich sollte morgen die Fotos zum Artikel haben. Und deinen Artikel kannst du gerade auch bringen. Du, habe ich dir nicht gesagt, dass ich morgen noch kurz mal helfen, die Blumen ablesen? Ich muss die Leiter haben. Sorry, hey. Nein, das könnt ihr nicht bringen. Komm, lass dich von diesen Vollidioten nicht fertig machen, Alex. Die wehrlosen Tiere werden sie in einem Käfig zusammengedrängt. Die Straßen füllen sich mit Menschen, die einmal ein normales Leben geführt haben. Jetzt gehen sie in Lumpen und sollen von 200 Kalorien am Tag leben. Frank verringert auch diese Ration. Er weiß, dass das die Sterblichkeit erhöht. Aber dieser Krieg bedeutet die Vernichtung des Judentums, erklärt er. Wie Ratten sollen die Menschen im Ghetto leben und sterben. Sie leben in einem Gestank von Schmutz, nassen Kleidern und Leichen. Sie schlafen in Zimmern, die überfüllte Gefängniszellen geworden sind. Der Tod schimmert auch durch diese Zärtlichkeit. Auf der Straße bettelt oder tanzt man, in der Hoffnung, dem Tod noch einen Tag abzujagen. Was ihr eben gesehen habt, hat sich während der Nazi-Herrschaft in Deutschland zwischen 1933 und 1945 ereignet. Die Ursache ist in den Folgen des Ersten Weltkrieges zu suchen. Deutschland war besiegt worden. Eine Revolution erschütterte es. Es folgte eine Inflation, Tausende waren obdachlos, sie hatten keine Arbeit und hungerten. Hitler nutzte diese Lage aus. Es fanden sich viele, die an sein Drittes Reich glaubten. Das Ergebnis kennen wir, das habt ihr eben gesehen. Massenvernichtung, Konzentrationslager. Baby. Hey. Entschuldige, wenn ich dich langweilen sollte. Sind eigentlich alle deutschen Nazis gewesen? Nein, nur etwa 10% waren Mitglieder der Nazi-Partei. Und wieso haben denn die anderen nicht versucht, den Holocaust zu verhindern? Tja, das weiß ich eigentlich auch nicht. Aber wir wollten ja Hochdeutsch miteinander sprechen. Romy hat eine gute Frage gestellt. Ich kann nur vermuten, dass sie Angst hatten. Die Nazis waren vielleicht eine Minderheit, aber sie waren eine gut organisierte, bewaffnete und also gefährliche Minderheit. Ja, aber das Nazi-Zug ist doch längstens vorbei. Ja, Bruno. Aber du solltest dafür sorgen, dass so etwas heute nicht wieder passieren kann. Zudem Hochdeutsch, ja? Wie soll denn sowas nochmals passieren? Oder den halt wieder bei den Deutschen, in 30 Jahren, wenn die Neonazis an der Macht sind? Hochdeutsch, Bruno. Ja, und ob alles so stattgefunden hat wie in dem Film, das ist ja auch noch nicht bewiesen. Oh, doch. Insgesamt haben die Nazis über 10 Millionen Männer, Frauen und Kinder in ihren Konzentrationslagern systematisch umgebracht. Aber weshalb haben sich die Deutschen denn so ruhig verhalten? Während Nazis massenweise Menschen umgebracht haben. Und denen sind behauptet, sie vor allem gar nicht gewusst. Also ich bin sicher, dass so etwas in der Schweiz nicht möglich gewesen wäre. Hey, meine Großmutter ist im Fall auch Deutsche. Und ich glaube, die hat echt von nichts gewusst. Die Konstanz sind doch all blind und taub gewesen. Bruno, es leid. Also gut, dann reden wir jetzt halt Schweizerdeutsch weiter, ausnahmsweise. Viele von den Deutschen haben versucht, ihr Verhalten nach dem Krieg damit zu erklären oder zu entschuldigen. Sie haben ja nur Befehle ausgeführt. Ja, das ist aber ein rechter Kabis. Wie kann man Millionen von Leuten umbringen, ohne dass jemand etwas davon mitbekommt? Ja, das war doch wirklich nur eine faule Ausrede gewesen. Ich meine, hätte ihr können abhauen oder sich dagegen wehren? Wir machen es erstmal damit. Herr Butz-Tafel. Andreas, Passenburg. Hey, du, Romy. Hä? Kommst du heute Abend ins Kino? Du weißt nicht, wie die Zeit hat. Komm, Alice, mach ein bisschen. Ich habe mal zu Unfall.
Sag mal, Rabbi, kommst du jetzt daheim vor lauter Fernsehen schauen, nicht zum Schlafen? Kann schon sein. Was heisst, kann schon sein? Rabbi, so wie es bis jetzt aussieht, musst du nachher sicher repetieren. Das ist doch egal. Was heisst, es ist egal? Es bringt dir sowieso nichts. Qualis, ich heiz einen neuen Printer. Und jetzt wird das ganze System komplett umrüsten. Hey, was ist los mit dir? Du lässt mir ja gar nicht zu. Oh, Dani. Ich beschäftige den Film, den wir sehen. Immer noch. Du musst nicht viel darüber nachdenken. Hey, foodest du überhaupt etwas? Nein, ich mag gar nichts. Sicherheit! Gott! Das war nur ein Gespässchen, Frau Chefredakteurin. Da gibt es überhaupt nichts zu lachen. Hey, Alice. Haben wir ein Problem, Leute? Eine Beziehungskrise. Hey, Leute. Sind wir eigentlich genug stark für den nächsten Samstag? Klar. Du solltest einfach ein bisschen mehr trainieren. Du mit dem ewigen Konditionsproblem. Ja, schau mal, der Röbi Wernli. Sollen wir nicht überholen? Klar. Röbi. Willst du doch nicht zu uns überkommen? Er will nicht. Schade. Du, Röbi, wie hast du den Film gefunden? Was für ein Film? Was für ein Film? Ja, der mit den Nazis in der UFO. Nicht schön. Schade. Hast du etwas verpasst? Wieso? Er hat ja tot gefallen. Mit den Nazis hättest du auch ein Mädchen überkommen. Oder stehst du mehr auf die Füße? Schau, Schnucki. Die Typen in der Cafeteria, die haben überhaupt nichts vom Film verstanden. Einfach nichts. Man, den haben sie durchgegeben, Romy. Und sich dabei fast futsch gelacht. Oh, komm, Alice, du weißt doch, wie sie sind. Totale Bubis, die nichts anderes im Kopf haben als Computer und Shooter. Hast du eigentlich Krach mit dem Dani? Nein, eigentlich nicht. Ich hätte nur mal gerne, dass er etwas anderes im Kopf hätte als Shooter. Ich finde das so hohl. Wenn der vom Shooter redet, dann wird der so richtig hohl im Kopf. Findest du? Wie lange sind wir jetzt eigentlich schon zusammen? 2 Jahre. Wie interessiert dich das? Puh, ist eigentlich auch noch recht lang. Hängst du oben? Hier sind's. Hallo miteinander. Hallo zusammen. Ja, seit einer Woche warte ich fängen von euren Artikel. Und jetzt ist immer noch nichts da. Komm, Alice, jetzt tu doch nicht so. Ja, und sonst geht's noch. Ich meine, so können wir das Endes für endgültig abschreiben und einfach vergessen. Bitte nicht in diesem Ton, Frau Doktor. Ich bin immerhin schon 2 Jahre weiter als Sie. Ich habe meine Matura schon fast im Sack. Ich brauche doch nur noch 2 kleine Fotos und ein kleines Artikel. Alles klar, Frau Kommissar. Der Herr Professor steckt nasse wieder mal in seine Bücher. Was ist denn heute an der Tagesordnung? Das Verhaltensmuster der Mörderwahl? Hitler, Aufstieg und Untergang des Dritten Reiches. Einer von meinen Schülern hat mir eine Frage gestellt. Genügt der Wahnsinn von einem Mann, Bürger in Fanatiker oder sogar Verbrecher zu verwandeln? Weißt du, man hat doch gerade den Nationalsozialismus durch. Die Schüler waren auch der Meinung, wir hätten den Faschismus einfach so verhindern können. Und ich soll nicht erklären, wie es trotzdem dazu kommen konnte. Abgesehen davon glauben sowieso die meisten, der Faschismus sei die Erfindung der Deutschen. Und dass so etwas bei uns in der Schweiz unmöglich wäre. Ja, wir Schweizer sind halt ein positives Volk. Ich werde versuchen, meinen Schülern das Gefühl zu vermitteln, wie das war, während der Nazi-Diktatur zu leben. Jeden Tag von neuem mit der Ideologie behämmert zu werden. Ich habe mir vorgestellt, eine ähnliche Situation noch zu entstehen. Quasi als Experiment oder so. Weißt du, was ich meine? Ja,
habe euch hier die Prüfungen von der letzten Woche zurück. Ja, sie sind gar nicht so schlecht, wie ich zuerst gemeint habe. Nicole, würdest du bitte ausdehnen? Ich würde heute gerne mal mit euch über den Begriff Disziplin reden. So, jetzt lass doch erst mal zu, es könnte unter Umständen sogar mal spannend werden. Sicher, wie ein Krimi. Also gut, wenn ich von Disziplin rede, dann rede ich selbstverständlich auch vom Erfolg. Erfolg durch Disziplin. Ist da irgendjemand unter euch, der sich nicht speziell für den Erfolg interessiert? Das ist ja eine super Stimmung. Schade, hätten wir eigentlich so eine Prüfung geschrieben. Hm? Dann reden wir jetzt halt mal über den Fußball. Die von euch, die Fußball spielen, wissen genau, wer gewinnen will, braucht Disziplin. Stimmt's oder habe ich recht? Schon möglich. Wahrscheinlich haben wir darum so lange kein einziges Spiel gefunden. Yeah. Und wie ist das beim Tanz, Andrea? Andrea? Weiß nicht. Darf ich mal sehen? Du musst doch zugeben, Andrea, dass wenn ein Tänzer oder eine Tänzerin so etwas bringen will, dass dazu ein hartes Training nötig ist. Von euch kommt nichts. Ja. Ich werde versuchen, euch zu beweisen, dass ihr alle gewinnen könnt. Aber dazu braucht es Disziplin, Stärke und Selbstbewusstsein. Ich schlage vor, zu diesem Zweck machen wir mal einen Selbstversuch. Bitte kein Tierversuch, Herr Ballmer. Keine Angst. So, wer kommt vorne? Bruno? Nein, mir wird es immer so schnell träumlich. Darum steigst du auf die Tische rauf, gell? Dani, wie wär's mit dir? Ich habe ein Problem mit meinem Rücken. Oh, das habe ich ganz vergessen. So, wer kommt vorne? Romy? Darf ich dich bitten? Ballmer, sein Liebling. Disziplin. Die richtige Haltung gibt uns die nötige Konzentration und stärkt unseren Willen. Und Romy zeigt uns jetzt mal wie. Die Füße sind fest und parallel auf dem Boden. Haben wir jetzt Geschichte oder Turnen? Kannst du mitmachen, Dani? So, jetzt legst du die Hand mit der Handfläche am Unterteil vom Rücken. Richtig. Und steckst deine Wirbelsäule so fest wie du kannst. Könnt ihr das auch gerade mal nachmachen? Komm. Jetzt könnt ihr sicher leichter und befreiter schnaufen, stimmt's? Könnt ihr euch alle entspannen. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass mit dieser Haltung leichter und befreiter schnaufen kann. So, nehmt auch noch mal die Haltung ein. Sehr gut. Füße parallel, Andrea. Gut. Bebus in der Strecke. Mach schon mit, Alice. Blick geradeaus. So, das sieht schon ziemlich gut aus. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Auf mein Kommando lauft ihr kreuz und quer durch den Raum. Und wenn ich euch sage, geht ihr so schnell wie möglich zu euren Plätzen zurück und nehmt die gestreckte Haltung ein. Ist das auch nicht klar? Also gut, steht mal auf. Und los. Und zurück. Das war noch viel zu wenig schnell. Jetzt machen wir das Ganze nochmal. Aber richtig. Und los! 20 Minuten lang habe ich mit der Klasse geübt aufstehen. In einem scheinbaren Durcheinander sind sie durch das Zimmer gelaufen und auf meinen Befehl schnell zu ihren Plätzen zurück. Und dort haben sie die richtige Haltung eingenommen. Ich habe meine Befehle nicht wie einen Lehrer gegeben, sondern vielmehr wie einen Unteroffizier auf dem Kasernenhof. 16 Sekunden. Yeah. So, und jetzt höre ich ganz genau zu, was ich euch sage. Zwei Voraussetzungen sind für euch, ab sofort genauestens zu befolgen. Erstens,
Wenn ihr etwas fragen oder wenn ihr etwas gefragt werdet, steht ihr auf und stellt euch neben euren Platz. Und zweitens, jede Frage und jede Antwort muss mit der Anrede Herr Palmer anfangen. Ist euch das auch nicht klar? Ja. Also gut, dann probieren wir das jetzt mal. Rolli, wie heisst der berühmte St. Gauer Bundesrat in unserem Jahrhundert? Von Kopp. Rolli, hast du wieder nicht aufgepasst? Ich verlange Disziplin. Disziplin, ist das jetzt endlich klar? Röbi, zeig doch am Rolli mal, in welcher Haltung dass man Antwort gibt und mit was das die Antwort muss anfangen. Herr Balmo. Sehr gut, Röbi. Danke. Und jetzt du? Herr Balmo, der berühmteste St. Galler Bundesrat. Das dauert viel zu lang. Von jetzt ab will ich nur noch kurze und knappe Antworten hören. Jetzt sitze ich ab und probiere es gleich nochmal. Der Vogel. Herr Balmo, der Bundesrat Kurt Vogel. Genau so, aber möglichst ohne Vorzeigen. Kurz und knapp wird in Zukunft Antworten hören. Andrea, in welches Land ist der Hitler im September 1939 eingefallen? Herr Balmo? Keine Ahnung. Trotz Unkenntnis sehr gut reagiert. Romy? Herr Balmo, Polen. Richtig. Absitzen. Bruno? Wie hat am Hitler seine Partei geheissen? Herr Balmo, Nazis. Richtig. So sagt man heute auch. Aber wie war die offizielle Bezeichnung? Die Nationalsozialisten. Du hast korrekt antworten, Alice. Herr Balmo. Herr Balmo, die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Richtig. Kannst du absitzen. Nicole, wer ist in der KZ umgebracht worden? Herr Balmo, die Juden. Richtig. Wer noch? Rolli? Herr Balmo, Zigeuner, der Schwule und der Geistesgestörte. Ich würde für das zweite Wort gerne einen anderen Ausdruck hören. Herr Balmo, die Homosexuellen. Richtig. Und warum sind sie umgebracht worden? Romy? Herr Balmo, dass sie nicht zur Herrenrasse gehört haben. Die Hitler hat behauptet, sie seien minderwertig. Richtig. Und wer hat KZ befehligt? Dani? Herr Balmo, das ist. Sehr gut. Aufs nächste Mal lesen Sie das Kapitel 7 bis zum Schluss. Und fängt mit dem Kapitel 8 an. Das wär's gewesen. Klasse kann gehen. Das war mega geil, echt. Da kommt ein bisschen Leben in den Boden. Das ist eingefahren wie der Tech. Ja, du ja, ich habe das Gefühl, der Typ hat uns bald voll im Griff. Ja. Der Haus vorne genervt. Hey, aber wir sind nicht nur eine Klasse, sondern auch einen echten Zusammenhalt. Und ich finde, was der Ball über die Disziplin gesagt hat, das stimmt. Das war mal etwas total anderes. Findest du? Ja. Ja. Eigentlich war es so wie immer. Komm, ja, ich auch. Aber wir haben geantwortet. Ja. Außer dass wir gerade gesessen und beim Antworten nicht auf dem Stuhl gestanden sind. Ja, da ist es doch, oder? Ich glaube, wir machen alle aus einem Muck und einem Elefant. Ja, aber du hast das Spiel erfunden und du hast die Spielregeln durchgegeben. Also im Grunde genommen bist du jetzt so eine Art Führer. Auch noch gut. Auf jeden Fall funktioniert der Unterricht so besser. So klein wie der RS oder der Guo. Jetzt hör doch auf mit dem. Du weißt genau, dass sie mich zum Weitermachen gezwungen haben. Ich bin wirklich kein Militarist. Im Gegenteil.
Du kommst mir gerade vor wie der Dr. Frankenstein, der kleine Monster anzüchtet. So schlimm ist es noch nicht. Ja, und morgen willst du mit dieser gestörten Sache weitermachen? Das ist eigentlich nicht vor. Ich werde mitten über den Sinn von diesem Versuch diskutieren und die Sache dann abschließen. Achtung, er kommt! Morgen, mein Name. Guten Morgen, Herr Ballmann. Super. Und? Was spürt ihr? Herr Ballmann, ich habe zum ersten Mal das Gefühl, dass ich dazugehöre. Herr Ballmann, ich fühle mich dabei. Herr Ballmann, ich spüre ein richtiges Zusammengehörigkeitsgefühl. Herr Ballmann, wir sind ein Team. Wie eine richtige Fußballmannschaft. Eine Fußballmannschaft? Aha. Und? Was zeichnet eine Fußballmannschaft aus? Herr Ballmann, die gleiche Liebling. Herr Ballmann, die richtige Schlachtparole. Herr Ballmann, zuerst braucht es überhaupt mal die richtigen Spieler. Das ist ein Quatsch. Herr Ballmann, es braucht Disziplin und eine gute Verteidigung. Okay. In der letzten Stunde habe ich mit mir über Disziplin gehört. Und heute würde ich gerne mal mit euch über den Begriff Gemeinschaft diskutieren. Yvonne, schreibst du das bitte mal auf die Tafel? Gemeinschaft. Erst durch Gemeinschaft werden wir zu einem Ganzen. Das ermöglicht es uns, zu einer Gruppe zu werden. Einer Bewegung. Zu einer Idee. Merci. Was könnten wir jetzt machen, um unsere Gemeinschaft gegen aussen erkennbar zu machen? Herr Ballmann, wir brauchen die richtige Parole. Ja, der Rübi Wernli habe ich einfach gernli. Nicht immer, aber immer öfter. Nichts ist unmöglich. Der Rübi. Ich glaube auch. Das ist doch ein Zeich. Der Rübi hat im Fall schon recht. Herr Ballmann, Stärke durch Disziplin, Stärke durch Gemeinschaft. Das ist gar nicht schlecht. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir sollten etwas finden, das etwas typisch schweizerisch ist. Irgendetwas, das sich etwas mehr abgrenzt. Überlegt doch mal. Wie hat das zum Beispiel die Parole von unserem sportlichen Berner Oberländer Bundesrat geheißen? Herr Ballmann, Freude erst. Genau, Röbi. Und von wem war die Parole? Herr Ballmann, von unserem Bundesrat Dogi. Haha, hast du deinen Blick gelesen? Sehr gut, Röbi. Herr Ballmann, ich glaube, ich has. Vorwärts durch Disziplin, vorwärts durch Gemeinschaft, Freude herrscht. So gut, Ivo. Was meinen die anderen? Ich glaube, das nehmen wir. He? Das merken wir uns. Weiter. Was braucht eine Fußballmannschaft noch? Ein Stammtisch. Ein Jury. Denken an Disziplin. Herr Ballmann, wir brauchen ein Erkennungszeichen. Richtig. Langsam habe ich richtig Freude an dir, Röbi. Das hier ist ein Kreis. Das steht für unsere Klasse. Für jedes einzelne von euch. Und das? Das ist eine Welle. Das ist die Urkraft schlechthin. Das bedeutet Dynamik, Veränderung, Energie. Und das? Das ist unser Gruß. Der Wellengruß. Der gehört nur uns. Probiert das mal alle.
Jedes Mal, wenn ihr ein Wellenmitglied antrefft, egal wo, tut ihr einander gegenseitig so begrüßen. Röbi, stand mal auf, mach unseren Wellengruss und sag dazu unsere Parole. Fahrt durch Disziplin, fahrt durch Gemeinschaft, Freude herrscht. Sehr gut, Röbi. Kannst du bleiben stehen? Silja? Edith? Romy? Probier jetzt mal zu viert. Und? Fahrt durch Disziplin, fahrt durch Gemeinschaft, Freude herrscht. Dani, Yvonne, Lukas, Rolli. Und? Fahrt durch Disziplin, fahrt durch Gemeinschaft, Freude herrscht. Und jetzt Aui. Alice, auch du. Und? Feuer zur Disziplin! Feuer zur Gemeinschaft! Freude herrscht! Feuer zur Disziplin! Feuer zur Gemeinschaft! Freude herrscht! Feuer zur Disziplin! Feuer zur Gemeinschaft! Freude herrscht! Törli, Dani! Hey! Freude herrscht! Du, weißt du noch? Für Spiele gegen Gossau kommen wir nigelnagelneue Leihbleiber. Ja. Vom Rektor Obrecht persönlich gesponsert. Du musst doch zugeben, der Alknack hat doch noch spürlich Charakter übrig. Aber ich finde das ein bisschen ungerecht. Ich meine, für unsere Schülerzeitung lässt er nie einen roten Rappen springen. Weißt du, halt, Sportsponsoring bringt für die Schule einiges mehr als so ein kritisches Schülerblättchen. Ja. Dani, du bist so ein Volde. Du regst mich total auf so. Geh den blöden Match raushängen. Okay. Was? Ich habe einen Job zu geben. Hättest du nicht Lust, einen kleinen Artikel zu schreiben? Titel: Mit der Welle gegen Gossau. Neue Trikots führen zum Erfolg. Ja, also, wie Blick war dabei? Aber wieso mit der Welle? Nur mit der Welle. Ich glaube, die Welle ist das Einzige, was unserem Lahmenhaufen einigermaßen Fußballmannschaft zustande bringt. Aber findest du nicht auch, dass sich der Ball mal irgendwie verändert hat? Nö. Wieso? Ich meinte, du willst ein Experiment abbrechen. Das hatte ich eigentlich auch vor. Aber die Schüler wollten unbedingt weitermachen. Haben sie es wirklich gesagt? Nicht direkt gesagt, aber sie haben sich so verhalten. Und ich glaube, das gefällt dir auch noch. Die warten doch richtig gern darauf, dass jemand für sie die Entscheidungen trifft. Ja, wenn jemand die Entscheidungen abnimmt, dann müssen sie sich weniger anstrengen. Das ist nichts Neues, Herr Lehrer. Für was sollen die gut sein? Hast du nicht etwas vergessen, Alice? Herr Balmont, für einen Zweck erfüllen die Karten? Die Ausweise sind ein Beispiel dafür, wie sich eine Gruppe selber verwalten kann. Herr Balmont, wieso habe ich jetzt Kreuz auf meiner Karte? Wer ein Kreuz auf seinem Ausweis hat, ist ein Helfer. Und wird mir in Zukunft jedes Mitglied melden, das eine Regel verletzt. Glaubt ihr an die Wellen? Herr Balmo, jawohl! Okay, aber dann müsst ihr auch dementsprechend handeln. Balmo, wir stehen voll hinter der Welle. In Zukunft sind alle von euch verpflichtet, neue Mitglieder zu werben. Wer will beitreten, muss einen Schwur ablegen, dass er alle unsere Regeln als Wellenmitglied wird befolgen. Habt ihr das verstanden? Ja! Das freut mich. So geil! Nein, ich weiss es nicht, Rübi. Du war. Was meinst du? Niemand hat ein schlechtes Gefühl dabei. Wieso? Ja, weißt du jetzt, wenn jemand nicht bei dieser Welle mitmachen will? Kennst du irgendjemanden da drinnen, der es nicht lässig findet? Also ich bin mir dieser Sache auf jeden Fall nicht so sicher. Es muss immer jemand der Spielverderber sein. Und wenn es jetzt noch etwas mehr ist als nur ein Spiel? Also ich finde es im Fall geil. Hey, vergiss das nicht. Was soll ich nicht vergessen? Du hast ja gehört. Ich soll jeden melden, der sich nicht an die Spielregeln hält. Ausweiskontrolle. Könnte ich bitte Ihren Ausweis sehen? Wie bitte?
Lass mich sofort durch. Jetzt reicht es dir aber, Felix. Kriege, du störst. Geht's eigentlich noch? Ich komme nicht in mein eigenes Haus rein. Da steht irgendein Löw vor der Haustür und verlangt nach meinem Mitgliederausweis. Was feststeht vor der Tür? Einer von deinen super begabten Schülern. Fahrwitzloch Disziplin, Fahrwitzloch Gemeinschaft, Freude erst! Hallo Röbi. Was machst denn du da? Sicherheitsabteilung. Ich muss sie beschützen. Aha. Interessant. Und vor was? Sie sind doch unser Chef. Wenn Ihnen etwas passiert, ist das Gefahr für die ganze Bewegung. Röbi, hast du tatsächlich versucht, bei mir eine Frau Mitgliederausweis zu sehen? Ja, sicher, Herr Balmer. Es könnte jemand der Welle schaden. Röbi. Aber wegen was hat sie denn keinen Mitgliederausweis? Sie müssen doch alle einen haben. Röbi, meine Frau braucht keinen Mitgliederausweis. Ist das klar? Ist das klar? Ja, Herr Balmer. Gut. Freude herrscht! Wo sind deine Platenbesprechungen? Also, wir wollten eigentlich gerade damit anfangen und dann... Ja. Und du? Ich war im Kino. Kannst du etwas darüber schreiben? Das war unlässig. Es macht doch keinen Spass, auf einen guten Film etwas zu schreiben. Die Kritik ist nur spannend, wenn es ein Verriss ist. Und du weißt schon rausgelassen? Ja, wir haben schon ein paar Gedanken gemacht. Interessant! Hey, immerhin. Und was für Gedanken? Über die Welle. Oh nein, Romy, bitte. Das Thema ist wirklich ziemlich verfragend. Das kennt doch schon jeder. Das sagst du. Hey Alex, du kommst ja nicht raus. Die Welle ist das Thema. Da redet jetzt echt jeder drüber. Ja. Wie genau? Und alle, die noch nicht drüber reden, müssen wir irgendwie auf Fahrt kriegen. Die Mitgliederwerbung machen. Genau wie der Balmer gesagt hat. Hey, wow, Public Relations. Die PR-Manager, Nattel und Aluminiumköfferli. Konto- und Zahlungsanweisungen. Ich hocke mit meinem Taschenrechner an dem Tisch und nehme Zahlungen entgegen. Hey, geil! Und ich schieße noch ein paar Fotos. Dann haben wir ja schon mal etwas. Hey, lass es. Ich hab's. Wir machen eine turbo-affengeile Fotoserie über die hervorragendsten Persönlichkeiten der Welle. Hey, das wäre doch etwas! Genau! Und Tommy kommt auf die Frontpage. Wow! Ja, super! Aber dann so ein bisschen Madonna-mässig im Straps, okay, Romy? Heute um 4 Uhr in meiner Dunkelkammer. Für die Frontpage, Romy. Ja. Der Typ hat sie nicht mehr alle. So, Romy, musst du mal lesen. Ein Leserbrief. Der zeigt mir ganz eine andere Seite der Welle. Tja, und was willst du mit dem machen? Ich finde, das sollte man abdrucken. Die Wellenbewegung nimmt Formen an, die an gewisse Bewegungen der 30er Jahre erinnern. Hey, so etwas kann doch der nicht über die Welle schreiben. Der ist doch nur neidisch. Und wenn der recht hätte? Siehst du überhaupt nicht, was in den Wellen abläuft? Sie ist niemand mehr sich selber. Sag mal, willst du unbedingt zum grossen Haufen gehören? Ich habe immer gemeint, du siehst eine, die ein bisschen Boden unter den Füßen hat. Hey, was erzählst du? In den Wellen sind wir alle gleich. Niemand ist besser als der andere. Ich habe im Fall immer probiert, so zu sein wie du. Überall beliebt, gute Noten, ein Freund in der Fußballmannschaft. Hey, da brauche ich jetzt alles nicht mehr. Mir ist klar, dass ich nicht mit Alice Bauser konkurrieren muss. Verstehst du? Und die Leute finden mich trotzdem lässig. Ja, aber das ist wirklich nicht mein Fehler, Romy, wenn du so ein Konkurrenzgefühl hast. Ich werde auf jeden Fall nur für neue Wellenmitglieder schreiben. Darum finde ich auch den Leserbrief so total daneben. Romy? Komm, Alice, mach ein bisschen. Versammlung fängt jetzt wieder an. Oh, ich habe keine Zeit, Dani. Wie meinst du, ich habe keine Zeit? So wie ich sage. Meinst du nicht auch, du gibst dem ganzen Zeug ein bisschen zu viel Bedeutung? Hey, was ist denn los mit dir? Es ist total wichtig für uns, dass du mitkommst. Du bist doch immer Vorbild für die anderen. Hey, Moment mal. Wer erzählt es uns eigentlich? Ich habe nie probiert, von jemandem ein Vorbild zu sein. Du bist im Fall total destruktiv. Nur weil du jetzt ein bisschen zurücktreten musst, bist du beleidigt und willst gar nicht mit der Welle mitmachen. Ich bin enttäuscht von dir, Dani. Wie kannst du noch so dumm sein? Dumm? Ich glaube, dann ist es besser, wenn du dir das nächste Mal gescheiter für ihn suchst. Ja? Herr Ruprecht, ihr wollt mit mir reden? Ja, nehmen Sie Platz. Sie haben die ganze Kante durcheinander gebracht. Ja, das kann schon sein.
Aber schau dir, Obrecht, dir selber hat doch bei den Lehrerversammlungen immer wieder die Disziplin der Schulklasse bemängelt. Ich habe mir aber vorgestellt, ich könnte mit meinem kleinen Experiment zur Verbesserung dieser Disziplin beitragen. Ich möchte aber nicht, dass das ganze Experiment zu einem Politikum wird. Keine Angst, Herr Obrecht. Ich habe die Sache im Griff. Es gibt natürlich trotzdem gewisse Grenzen. Und für die bin ich vor der Öffentlichkeit verantwortlich. Ist das klar? Wir müssen die Entwicklung im Auge behalten, verstanden? Und bitte keine Auswüchse, ja? Alles klar, Herr Obrecht. Übrigens, der Anzug steht Ihnen ganz ausgezeichnet. Merci. Ja, da könnten sich noch ein paar Kollegen von Ihnen ein Beispiel nehmen. Bitte schauen, Herr Obrecht. Alice? Du. Was ist los? Ja, wir sind über zusammen. Möchtest du wählen? Mann, ich glaub's ja nicht. Hey, komm, der kommt schon wieder. Hey, der ist nicht so schlimm. Hey, schau mal. Du hast Schlägerei, oder? Passiert doch jeden Tag auf dem Pausenplatz. Hat einen nicht grüssen, hat in dem tollen Club nicht mitmachen. Und schon hat er eins an die Nase bekommen. Du, dann nennen die im Fall Mitgliederwerbung. Du, die wollten ihn zwingen, beizutreten. Stell dir mal vor, seine Unterschrift haben sie wollen. Hey, das ist im Fall Wahnsinn. Du glaubst, kommt jemand, dass da etwas mit den Wählen zu tun hat? Man, der Baumann will ausrasten, wenn er da hören würde. Der Christoph hat es mir erzählt. Ich bin dieser Sache noch nicht selber nachgegangen. Aber eins ist im Fall klar. Der, der es verprügelt hat, ist neu an der Schule. Ja, also, dann wäre ja ein idealer Kandidat, um mit der Wähler mitzumachen. Aber nur vielleicht. Es ist im Fall ein Bosnier alles. Ein Muslim, ja, weißt du, was ich meine? Ich würde sagen, es bei uns an der Schule. Ja, genau. Nein, ich meine, ich bin ja wirklich kein Anhänger von der Wähler. Aber so schlimm kann es doch nicht sein. Bist du ganz sicher? Ja, nein. Aber kannst du denn beweisen, was du erzählst? Gib mir 2 Stunden und ich kann dir ganz genau sagen, was los ist. Ja, gut. Okay, bis dann. Ciao, Alex. Und ich schreibe jetzt einen Artikel. Also, wir jetzt noch den Bordfeld zu bedanken. Hi zusammen. Hi Nico. Hi. Bestens von Ihnen. Hi. Super. Jetzt sitzen wir uns voll leben. Hi. Ja. Hi. Hey, stopp. Das ist halt Dallis. Oh, hi zusammen. Hat ihr gerne erkannt? Aber sieht jetzt mal so anders aus. Hast du etwas vergessen? Was habe ich vergessen? Gut. Komm, ich bin nicht rein, ohne zu grüßen. Dann haben wir so beschlossen. Wer mir? Zu wählen. Du grüßest und dann lassen wir dich rein. Das ist doch total nett. Da weißt du ganz genau. Vorwärts durch Disziplin. Vorwärts durch Gemeinschaft. Freude erst. Oli, du weißt ganz genau, dass du ohne Gruß und ohne Mitgliederausweis niemand erst reinlässt. Ist das klar? Schiss. Ja, Katzen haben doch von niemandem Angst. Und sowieso, wenn ich dir wäre, wäre ich auch ein bisschen besser aufpassen. Es ist ziemlich vielen aufgefallen, dass du nicht zu der Vereidigung der neuen Wählmitglieder gekommen bist. Und? Ich meine nur. Die Welle. Ein Versuch, der zu weit geht, von Alice Buson. Vorwärts durch Disziplin, vorwärts durch Gemeinschaft, Freude herrscht. Die Parolen der Welle dürften inzwischen an unserer Schule allgemein bekannt sein. Im Geschichtsunterricht von Herrn Balmer ist die Welle initiiert worden. Inzwischen mehren sich allerdings Anzeichen, dass die Welle zu einer Gefahr geworden ist. Der Redaktion liegen jetzt Berichte vor, wie die Welle wirklich ist. So bedrohten kürzlich Mitglieder der sogenannten Welle andere Schüler, nur weil diese Zweifel anmeldeten. Die Anhänger der Welle gängeln und schikanieren die Mitschüler, stempeln jeden zum Außenseiter, der sich nicht der Gemeinschaft anschließen will. Erst gestern ist ein ausländischer Schüler unter den Schlachtrufen der Wellebewegung verprügelt worden. Deshalb heißt es jetzt, der Welle Einhalt zu gebieten. Die Welle muss sofort aufgelöst werden. Also ich habe bis jetzt nicht gehört, dass jemand zusammengeschlagen worden ist. Hey, das war eine ganz normale Schlägerei auf dem Pausenplatz. Er hat doch das Redaktionsfuzzi nur gefunden, zu unserer Bewegung zu schaden. Abgesehen davon sind wir von dem Türk provoziert worden. Das war kein Türk, sondern ein Ex-Jugend.
Das sind eh alle Kriminelle. Hey Bruno, das finde ich jetzt aber ziemlich daneben. Wieso? Provoziert. Und ich habe Alice extra noch gesagt, sie soll den schwachsinnigen Amok-Artikel in den Kübel rühren. Hey, jetzt frage ich mich aber langsam wirklich, was das Ganze soll. So einfach pauschalisieren kann man das jetzt auch nicht. Du bist nur sauer, weil Alice nicht mitmacht. Dumme Kuh. Schau, dann muss ich aber endlich aufhören, negativ über die Welle zu schreiben. Scheiße. Hey, Röbi. Könntest du nicht so abwechseln und mal ein bisschen abkühlen? Okay. Also, wir können die Leute nicht zwingen, bei der Welle mitzumachen. Wir müssen sie mit stichhaltigen Argumenten überzeugen. Ja, schon, Dani. Ich finde, du hast schon recht. Aber wenn wir nicht aufpassen, dann machen die Leute Alice alles kaputt. Schau, genau das sage ich ja. Alice Buss ist eine Bedrohung. Ja, der Dani soll mit ihr reden. Ja, Dani. Mach sie fertig. Bitte, voll verschrocken. Was? Ich muss mal mit dir reden. Ich war schon lange nicht mehr allein gewesen. Was ist denn dein Stoss drauf? Alice, du musst sofort aufhören, solche Artikel gegen die Welle zu schreiben. Los, von dir lassen wir das Letzte was verbieten. Du machst doch nur Probleme damit. Wenn da jemand Probleme hat, dann sind da ihr mit eurer Welle. Du meinen Artikel gelesen hast, mir schon du mich jetzt verstehen. Hey, sag ich mal, habe ich ein das Gefühl, dass du nicht ganz begriffen hast, worum es hier geht. Ein bosnischer Schüler ist verprügelt worden. Und andere werden schikaniert oder unter Druck gesetzt. Du bist neuerdings für die Autopartei oder für die Schweizer Demokraten. Und jetzt bist du auch noch gegen die Ausländer da. Echt? Wenn du da Zeug hast, dann löst es zum Grab. Für dich, das sind doch alle Ausländer, bist du Lotzendorf aufgewachsen. Hey, da gibt es voll Drogen, Typen und Frauen verprügelt. Dann hör doch auf, Mann, das bringt es echt nicht. Der ausländische Schüler, der verprügelt hat, war sicher kein Drogenhändler. Ach, das ist so etwas von primitiv, das du hier rauslässt. Wie konnte ich noch zusammen sein mit jemandem wie dir? Eigentlich müsste ja der Welle sogar dankbar sein für die Erkenntnis. Freude erst! Hey Alice, du musst sofort aufhören, solche Artikel gegen uns zu schreiben. Ich werde weiterhin schreiben, was ich für richtig halte. Wir lassen einfach niemandem verbieten. Aber wir tun dir auch verbieten. Du hast etwas anderes hier und nicht über uns. Ich bin fertig mit dir! Oh. Hört zu, Balmer. Können wir mal mit Ihrem Mann reden? Ja, kommen wir rein. Merci. Danke. Felix, nehmen Sie Platz. Danke. Guten Abend, Herr Balmer. Guten Abend. Ist etwas passiert? Herr Balmer, können wir mal mit Ihnen reden? Ist extrem wichtig. Herr Balmer, wir wissen, wie wichtig das die Welle für Sie ist. Aber sie geht zu weit. Es getraut sich niemand mehr, eine eigene Meinung zu haben. Ja, stimmt, wirklich. Alice und ich haben jetzt tagelang nicht mehr miteinander geredet. Vor allem bin ich total durchgedrillt und dass sie zusammenschlagen wollen. Aber man kann mit dieser Bewegung nicht aufhören. Doch. Schaut, ihr zwei habt jetzt gemerkt, wann ihr das Wellen führen kann. Aber die meisten von den anderen Wellenmitgliedern sind noch nicht so weit. Was wollen Sie denn jetzt machen? Ich höre mit der Welle auf. Aber ich mache es auf meine eigene Art und Weise. Dir müssen wir jetzt einfach noch ein bisschen Zeit lassen. Einverstanden? Sie können sich voll auf uns verloren, Balmer. Ja, aber ich finde wichtig, dass die Welle jetzt aufhört. Am besten geht man morgen, Herr Balmer. Ich habe noch eine Mitteilung zu machen, die die Zukunft der Welle betrifft. Heute am Nachmittag um 5 Uhr findet in der Aula eine Versammlung statt. Selbstverständlich sind nur Mitglieder der Welle zugelassen. Die Welle ist ja nicht einfach nur ein Unterrichtsexperiment. Die Welle ist viel mehr als das. Die Welle hat sich in der kürzesten Zeit zu einer Bewegung entwickelt, die außerhalb unserer Schule Fuß gefasst hat. Ohne dass ihr das wisst, haben Lehrer wie ich in anderen Kantonen Jugendgruppen gegründet und ausgebildet. Selbstverständlich im Sinn der Welle. Mit der Welle wollen wir der gesamten Schweiz beweisen, wie man eine deprimierte und verunsicherte Gesellschaft verändern kann.
Wenn es möglich war, hier bei uns auch schon etwas zu verändern, warum sollte es denn nicht auch möglich sein, etwas bei unseren Behörden zu verändern? Bei unseren Banken, Universitäten, bei der Industrie und so weiter und so fort. Die Schweizer Jugend muss wieder mehr Selbstvertrauen haben. Die Schweizer Jugend soll keine Angst mehr haben vor dem Morgen. Ihr seid die Schweizer Jugend! Herr Palmer, Sie können doch Dani, sitz ab. Herr Palmer, gehst hin, Sie doch Dani gesagt. Dani hat gesagt, du sollst absitzen. Und unterbrich mich nicht. Ist das klar? Bei dieser Gelegenheit wird sich uns allen eine berühmte Schweizer Persönlichkeit aus Politik und Wirtschaft als neuer Führer von der gesamtschweizerischen Wellbewegung vorstellen. Palmer, ich weiss, was ist. Der Christoph. Röbi! Ich verlange von euch allen, dass ihr ruhig und diszipliniert bleibt. Es hängt von euch ab, dass die Versammlung heute Nachmittag ein voller Erfolg wird. Ich will, dass sie ein Erfolg wird. Und wenn ihr so in die Augen schaut, jedem Einzelnen von euch, dann bin ich überzeugt, sie wird ein Erfolg. Hey, in der Studio! Hätte man aber selbst wenig denken. Röbi! Rolli, führe die zwei ab. Stopp! Ich bringe sie selber zum Rektor. Komm. Endlich sind der Verräterpack los! Vorwärts durch Disziplin, vorwärts durch Gemeinschaft, Freude herrscht. Herr Palmer, alle Türen sind geschlossen. Danke, Röbi. Ist jetzt unser neuer Führer? Da ist euer Führer. Was es uns gelang, dem deutschen Volk eine neue Idee zu geben und dieses Volk in diese Idee zu einen und zu einer neuen Lebensform zu führen, dies ist die größte Tat dieses Jahrhunderts für unser Volk. Und jetzt hört gut zu, was ich euch sage. Es gibt überhaupt keine nationale Jugendbewegung, die Wellen heisst. Es gibt keinen Chef und es gibt keinen Führer. Das Ganze war ein Versuch von mir, um euch die Mechanismen des Nationalsozialismus zu erklären. Viele von euch denken, sie können jederzeit wieder aussteigen. Aber wer von euch hat das wirklich gemacht? Ihr habt euch viel mehr alle mitreissen und habt die, die nicht bei der Welle mitgemacht haben, einfach fertig gemacht. Wie weit wäre es gegangen? Könnt ihr euch vorstellen, was es euch wäre wollte? In unseren Augen muss der deutsche Junge der Zukunft lang und rank sein. Flink wie Windhunde, zäh wie Leder und hart wie Krupstahl. Und jetzt denkt mal zurück an die Zeit vom Nationalsozialismus. Dann ist ja schon irgendeiner gekommen, der gesagt hat, was durchgeht und wo nicht. Vielleicht wäre ja auch mehr unter diesen Umständen gute Nazis geworden. Hätten die Uniform angelegt, wären mitmarschiert und hätten zugeschaut, wie man Freunde und Bekannte von uns abtransportiert und umgebracht hat. Irgendjemand von euch hat gesagt, so etwas könnte nie wieder passieren. Und bei uns in der Schweiz schon gar nicht. Aber warum hat ihr die fertig gemacht, die bei der Welle nicht haben mitmachen? Faschismus ist nicht etwas, was nur die anderen angeht. Faschismus steckt in jedem von uns. In jedem.